Hallo, heute mal mit Helm. Vielleicht passt das ja gerade zum Thema. Wie gehst du mit Unsicherheit um? Bist du ein Kontrollfreak? Muss immer alles ganz genau abgecheckt sein? Alles ganz genau geplant? Fühlst du dich verloren, wenn neue Wege sich auftun und du eben unsicher bist? Also den Helm habe ich auf, weil ich gerade mit dem Fahrrad unterwegs bin und da setze ich den Helm auf, wenn ich über Stock und Stein fahre, also schon doch lieber auf. Aber wie ist es sonst mit der Unsicherheit? Hast du das Gefühl, das Leben ist so eine sichere Bahn und wenn du dich nur genug organisierst, ist alles fein und klappt alles so, wie du es möchtest? Ist nicht so. Ja, habe ich oft genug erfahren und du wahrscheinlich auch. Die Unsicherheit im Leben, in Lebenssituationen, die Unsicherheit, in die du hineingeworfen wirst manchmal, obwohl du ganz anderes vorhattest, ist ein Geschenk. Die Unsicherheit öffnet Räume. Und es können Dinge geschehen, auf die du überhaupt nicht gefasst warst, nämlich im positiven Sinne. Und wenn du dich deiner Unsicherheit hingibst, einer Situation, wo du überhaupt nicht weißt, welchen Weg schlage ich jetzt ein, wenn du dich diesem Gefühl, diesen Fragen, dieser Unsicherheit hingibst, wirst du geführt. Ich habe das so oft erlebt. Dann wirst du geführt von deinen Spirit Guides, von deinen Engeln, von deiner Intuition, vom Universum und alles ist eins. Lass dich drauf ein. Und es passt auch zum Thema, dass ich eben heute mit dem Fahrrad gerade unterwegs bin und jetzt hier unterwegs dieses Video für dich aufnehme, dass ich Wege gefahren bin, die ich, glaube ich, zuletzt vor, weiß nicht, 20 Jahren gefahren bin. Und wusste nicht, ob ich hier noch diese Schotterwege und dieses Stock und Stein fahren kann. Hatte auch ein bisschen Herzklopfen dabei. Und wurde so belohnt, weil ich es gemacht habe. Vorsichtig, geguckt, alles. Ich habe es einfach gemacht. Und so bin ich jetzt hier gelandet. Du siehst, wie schön im Grünen. Auf der anderen Seite drüben ist der Isar-Kanal. Bin jetzt schon wieder am Heimweg. Und hatte das Gefühl, ich möchte dir das jetzt mal alles so sagen. Also, das war ein kleines, kurzes Impulsvideo. Ich bin Christa Posch, Christa Maria Eva. 1:1 ganzheitliche Wegbegleitung, Meditation, Seminare. Hab es gut. Gib dich deiner Unsicherheit manchmal hin. Lass die Leinen los von deinem Lebensboot. Ja? Ciao.